Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wollte ich ein Make-up-Tutorial machen und zu dem Thema Big Eyes und Big Lips, also große Augen und große Lippen. Also dass einfach eure Augen größer wirken und eure Lippen größer wirken. Also ich zeige euch jetzt nicht, wie sie größer werden, sondern wie sie größer wirken. Schon mal vorab, ich bin keine Visagistin, ich bin keine Kosmetikerin, ich bin kein Profi. Ich bin nur Hobby-Schminkerin. Also, ja. Okay, also ich habe mich entschieden, dabei zu reden und nicht einfach Musik hinter zu tun, weil sich das mal jemand gewünscht hatte. Also, dass es besser ist, wenn ich mit euch kommuniziere dabei. Und mache ich natürlich gerne, weil ich habe das noch nicht hinbekommen, so mit Voice-Over und so. Deswegen mache ich das so. Also ich habe jetzt schon meine Foundation drauf und mein Contour und so und Augenbrauen. Und Augen und Lippen werde ich jetzt machen. Und so dass sie größer wirken. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Augen. Ich habe da einen Spiegel. Also falls ihr schon wundert, warum ich darüber gucke, das mit Spiegel. Und ja, wir fangen an mit einer Base. Ich habe jetzt eine von P2, das ist die Perfect Eyes Base. Die sieht so aus. Und die machen wir einfach auf das ganze bewegliche Augenlid, damit die Farben besser rauskommen und länger halten. So. Ja, man sieht keinen großen Unterschied. Dann kommen wir auch direkt schon zum Lidschatten. Ich habe ja eine Lidschatten- und Lippenpalette von Bobbi Brown, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Da sind so zwei Lippenstifte drin. Hier, diese Lidschatten sind dabei so wichtig. Das ist einmal ein helles Beige, ein helles Braun-Beige und ein dunkles Braun. Und die benutzen wir jetzt. So, und jetzt gehe ich einfach in die allerhellste Farbe und da nimmt man meistens dann einfach ein helles Beige oder einen Hautfarbenton gehe einfach über mein ganzes Augenlid damit und ja. Um das Auge größer wirken zu lassen, sollte man auf dem beweglichen Augenlid einfach eine helle Farbe benutzen und in der Lidfalte, also hier, sollte man dann einfach dunklere Töne benutzen. Also ich benutze dann gerne einfach so Erdtöne wie Braun und dunkles Beige und sowas und dadurch wirkt das Auge einfach viel größer, als wenn ihr jetzt irgendwie das ganze Augenlid nur mit einer Farbe beschmiert. Und kommen wir dann zu der Lidfalte. Also wie gesagt, man sollte das dann etwas dunkler machen, damit das Auge größer wirkt. Und da benutze ich jetzt erstmal dieses Beige hier. Das ist ein bisschen dunkler. Und gebe das einfach so in die Lidfalte. Das muss nicht unbedingt perfekt sein, nur wenn man das jetzt so mit Erdtönen macht oder mit einem Beige-Ton oder so. Weil das sieht man ja dann hier nicht so stark. Ihr könnt auch mit einem Klebestreifen euch hier so einen Rand machen. Dann bekommt ihr das gerade hin, wenn ihr das so perfekt haben möchtet. Ich möchte das jetzt eher so was leichter und nicht so ganz perfekt, damit es halt noch sehr natürlich aussieht. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber könnt ihr natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon einen Unterschied seht, aber das ist natürlich sehr dezent erstmal. Da mir das jetzt zu dunkel ist, weil es schon sehr, sehr dunkel ist und schon fast ins Schwarz geht, benutze ich jetzt einfach das hier. Das ist der Hoola Bronzer. Ja, ein Bronzer. Aber den benutze ich einfach als Lidschatten, weil der glänzt auch nicht, also der schimmert nicht. Und das ist ein sehr schöner Erdton
und passt eigentlich perfekt in die Lidfalte. Und ja, den benutze ich jetzt und verstärke damit nochmal halt die Lidfalte. So, das Ganze verblende ich dann auch mal mit noch ein bisschen Produkt mit dem. So, das Ganze verblende ich jetzt mit dem Pinsel von Evelyn, den Blenderpinsel, und tue noch ein bisschen Produkt an den Pinsel. Und ja. So, dann sieht das so aus. Ihr seht vielleicht einen kleinen Unterschied. Also ich sehe einen und mir gefällt. Kommen wir zum Highlighten unter der Augenbraue. Das macht das Auge auch noch etwas größer. Also scheint, lässt es größer scheinen. Das könnt ihr mit entweder einem Concealer machen, einem helleren, oder mit einem Eyeliner, also so einem Kajal. Oder mit. Es gibt auch so extra Stifte von Catrice, hat mal einen so einen Eyebrow Highlighter Pen, aber der ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Oder ihr könnt das auch mit hellerem Lidschatten machen, also da seid ihr frei. Da seid ihr frei über das. Also da könnt ihr ruhig machen, was ihr möchtet, also was ihr gerne macht. Und ich benutze einfach heute die Catrice Camouflage in der Farbe 010. Ivory oder Ivory, also das ist die hellste Farbe. Und da benutze ich einfach einen angeschrägten, ich weiß gar nicht, ob das Lidschattenpinsel ist, auf jeden Fall ein Pinsel von Evelyn, der ist so angeschrägt. Damit gehe ich einfach in den Concealer und gehe etwas unter meiner Augenbraue nach. Das verbessert die Augenbraue auch ein bisschen, wenn man ein bisschen daneben macht. Und das lässt die so perfekter aussehen. So. Und dann verblende ich das ein bisschen mit meinen Fingern. So. Und dann nehme ich noch einen hellen Lidschatten. Und zwar wieder diesen, den wir eben auf dem Augenlid aufgetragen haben. Und dann benutze ich einfach nochmal diesen Pinsel. Und ja, gehe damit nur an den Augenbrauenbogen, also unter den Augenbrauenbogen. Die Augenbraue ist ja quasi das Rahmen von dem Gesicht und wenn die höher ist, also höher aussieht, dann sieht das ganze Auge größer aus. Dann als nächstes nehme ich einfach einen schwarzen Kajalstift. Ich weiß gar nicht von welcher Marke, aber ich glaube Agues heißt die oder so. Ages? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist der richtig gut. Ich weiß aber nicht, wenn ich es wüsste. Aber ich glaube, das Made in Germany. Ja, auf jeden Fall sieht er so aus. Und damit gehe ich dann einfach oben durch den Wimpernkranz, also zwischen den Wimpern und auch am Wimpern an der oberen Wasserlinie. So, so sieht das dann aus. Das verdichtet einfach die Wimpern und lässt die Wimpern dann auch später ein bisschen länger aussehen. Da hat man auch nicht so komisches Hell dann an den Wimpern. Ja, auf jeden Fall verdichtet das die Wimpern. Und dann als nächstes, um noch die Augen noch mehr zu vergrößern, benutze ich hier so ein Made to Stay Highlighter Pen von Catrice. Ja, der sieht so aus, das ist so ein Champagner, Gold, Silber. Halt auf jeden Fall glänzt das. Also glitzert. Also. Ja. Das trage ich einfach auf meinen inneren Augenwinkel auf. So sieht das dann aus, wenn man es noch nicht verblendet hat. Also ziemlich extrem. Aber ich nehme jetzt einfach meine Finger und verblende das. So sieht das dann aus und ich finde, das macht schon einen Unterschied. Also
dann sehen die Augen auch so schön frisch aus und so gehighlightet. Ja. Dann nehmen wir noch einen Kajal und zwar diesmal einen weißen. Der ist von NYX, das ist der Jumbo Eye Pencil. Und den tragen wir auf unsere untere Wasserlinie auf. Ihr könnt auch einen beigen benutzen. Den benutze ich eigentlich noch lieber, aber ich weiß nicht, wo der ist. Und deswegen benutze ich jetzt einfach einen weißen, aber benutze den auch nur leicht, weil wenn das zu stark ist, mag ich das auch nicht. Und das öffnet das Auge nochmal zusätzlich und dann sieht das Auge größer aus. Und das wollen wir ja bewirken. Ja, so sieht das dann aus, aber da mir das ein bisschen zu stark ist, gehe ich einfach mit einem kleinen Ringfinger nochmal darüber, damit das ein bisschen verblendet ist und nicht so hart stark aussieht. Ich mache mir eigentlich immer einen Eyeliner, weil ich das persönlich sehr gerne mag, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Kommen wir zu den Wimpern. Da biege ich erstmal meine Wimpern mit einer ganz normalen Wimpernzange. Die ist jetzt von Evelyn, glaube ich. Also auf jeden Fall von DM. So, wenn ich die dann gebogen habe, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil wenn die Wimpern geschwungen, lang und geschwungen sind, dann sieht das Auge natürlich optisch nochmal viel größer aus. Da meine Wimpern von Natur aus nicht so lang und auch nicht so geschwungen sind, also ich quasi ziemlich Pech daran hatte, habe ich hier so eine Lash Base. Also das sind so quasi so Wimpern-Extensions, also das ist eigentlich nur eine weiße Mascara. Und sieht so aus, die muss man einfach, bevor man seine Wimpern richtig tuscht mit seiner Lieblingsmascara oder irgendeiner schwarzen Mascara auf jeden Fall, benutze ich die immer. Immer. Und es verlängert einfach die Wimpern. Ich würde nicht zu viel benutzen, weil am Ende sieht man dann immer so noch weiß durchschimmer. Ja, so sieht das dann auch. Sehr cool. Man kann natürlich auch so rumlaufen, wer es mag. So, wenn das dann getrocknet ist, werde ich meine Wimpern nochmal biegen. So, und dann benutze ich meine Lieblingsmascara. Die kennt ihr wahrscheinlich schon von mir, wenn ihr meine Videos guckt. Und zwar ist es die Catrice Lemadol Mascara Waterproof. Die trage ich einfach dann auf meinen oberen und unteren Wimpern auf. Und ja. Und ja, das sind dann die Augen. Ich finde, man sieht wirklich, also die sehen wirklich sehr geöffnet aus. Als allererstes trage ich erstmal eine Lippenpflege auf und ich habe jetzt hier den EOS Lip Balm. Ihr könnt auftragen, was ihr wollt. Einfach euren Lieblings-Lip Balm oder eure Lieblingslippenpflege. Und ja. Und wenn ihr viel mit Lippenstift arbeitet oder auch nicht, solltet ihr eure Lippen wirklich gut pflegen. Ich mache auch zweimal in der Woche oder ein bis zweimal in der Woche so ein Lippenpeeling. Ich habe eins von Lush, kostet ungefähr 10 Euro und das ist wirklich gut. Und ja, besonders wenn man mit mattem Lippenstift oder einfach nur Lip Liner arbeitet, sollte man darunter auf jeden Fall ein Lip Balm machen, also irgendeine Lippenpflege. Weil besonders matter Lippenstift trocknet die Lippen sehr, sehr schnell aus und dann ist das schon sehr gut. Falls ihr eure Lippen größer malen möchtet, also übermalen möchtet, was ich manchmal auch mache, halt nur mit der oberen Lippe, weil mit meiner unteren Lippe bin ich eigentlich zufrieden, dann würde ich euch raten, wirklich nur mit matten Lippenstiften oder halt einfach nur Lip Liner zu arbeiten, weil wenn man halt über der Lippe diese Herzform
übermalt oder halt auch hier und das glänzt, dann sieht man das. Also sieht man, dass man übermalt hat. Viel mehr, als wenn man jetzt mit einem matten Lippenstift, wenn man dann einfach diesen Hubbel, sage ich mal, dann einfach viel besser sieht, wenn das schimmert. Und deswegen rate ich euch dabei, nur mit matten Farben zu arbeiten. Also als allererstes macht ihr, wie gesagt, eure Lippenpflege drauf. Und dann benutze ich einen Concealer. Ich nehme jetzt wieder den von Catrice. Und trage den einfach über meine Lippe. Also über meine Lippe und auf meine Lippe. So halt, dass man die Konturen oben nicht mehr so gut sieht. Damit man einfach gleich quasi mehr Freiraum hat, ein bisschen drüber zu malen. So sieht das dann aus. Sieht gerade sehr komisch aus, als ob ich irgendwie nur eine Unterlippe hätte. Krass. Dann highlighte ich noch wieder mit demselben Stift, den ich auch im inneren Augenwinkel benutzt habe, diesen Make This Day von Catrice. Und damit gehe ich einfach nur ein bisschen in wirklich nur dieses herzförmige, also ich weiß nicht, ist das eine Falte? Nee, aber auf jeden Fall einfach hier und verblende das dann wieder. Dadurch wirken die Lippen dann auch nochmal größer. So, und dann fange ich halt mit dem Lippenstift oder den Lip Liner an. Ich habe leider meine wirklichen Lip Liner, mit denen ich das immer mache, in der Schule vergessen. Immer noch in der Mappe heute. Und deswegen benutze ich jetzt so eine Alternative, aber müsste eigentlich auch gehen. Ich benutze einmal einen etwas dunkleren Lip Liner, um die Lippen ein bisschen zu konturieren, und dann einen helleren, um sie auszufüllen, und das verblende ich dann noch. Also nicht, dass das dann so richtig hart aussieht, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Der hier ist, ich weiß es gar nicht, ich glaube von Basic, dieser alten Marke, oder von P2, auf jeden Fall heißt die Farbe 05 Soft Berry, und ja, das ist halt etwas dunkler. Damit mache ich halt wirklich nur die Konturen. Ich fange einfach unten mal an. Ich würde sagen, wenn ihr eure Lippen etwas übermalen möchtet, würde ich erstmal nur wirklich die Konturen malen und dann leicht immer etwas ein bisschen versuchen drüber zu malen, sodass es nicht dann wirklich so richtig krass künstlich aussieht, also dass man das dann auch nicht so sieht. Ja, so sieht das dann aus. Ich habe jetzt nicht viel drüber gemalt. So. Vergesst auch nicht an den Rändern hier auch, damit, wenn man redet, auch noch da Lippenstift ist. Sieht jetzt gerade ziemlich behindert aus. Aber ja, wird gleich besser. Keine Sorge. Dann nehme ich mir so einen, das ist wieder so ein angeschrägter Pinsel. Ihr könnt einfach irgendeinen Pinsel nehmen oder einen Lippenpinsel, was auch immer. Und mache das Ganze einfach ein bisschen weicher und verblende das ein bisschen, sodass das nicht ganz so hart aussieht. Dann benutze ich einen weißen Kajalstift, ja, oder einfach einen Eyepencil. Und um, ja, das ist wie beim Highlighten. Also beim Highlighten soll man ja Sachen, will man ja Sachen hervorbringen. Und jetzt soll ja hier in der Mitte der Fokus sein. Und deswegen nehme ich halt einfach diesen weißen Kajalstift und trage den nur in die Mitte von meinen Lippen. Oben und unten auf, ganz leicht.
Ganze verblende ich dann auch noch mal kurz. Keine Sorge, das Weiße wird man gleich nicht mehr sehen. Ja. Und dann nehme ich einen anderen Lip Liner, der dann wirklich die Lippenfarbe wird. Der ist von P2. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, weil das ist hier weg. Aber ich habe noch einen anderen davon, also werde ich euch den Namen mal hier hinschreiben. Und damit fülle ich einfach meine ganzen Lippen aus. Könnt ihr einfach auch irgendeinen Lippenstift nehmen, der dann ein bisschen zu dem Lip Liner passt, der dann einfach etwas heller ist. Dann nehme ich einfach diesen Lippenpinsel, der hinten dran ist, und verblende das alles nochmal. Ihr werdet jetzt auf der Kamera wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ein paar unschöne Sachen sehen. Also Sachen, die schief sind oder nicht so ganz gerade oder wo ich ein bisschen übermalt habe. Aber das ist bei der Kamera ganz normal. Aber in echt wird das keiner sehen. Dann könnt ihr, wenn ihr merkt, dass ihr ein bisschen was drüber gemalt habt oder verpatzt habt, einfach wieder euren Concealer nehmen und einen angestreckten Pinsel und einfach in den Lidschatten reingehen. In den Lidschatten. In den Concealer reingehen. Und um die Lippen etwas malen. Das bringt die Lippen auch noch ein bisschen mehr zum Vorschein und macht die halt so perfekter. Ja, ich glaube, wir sind fertig. So, das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefällt, wenn ich mit euch rede, wenn ich mich schminke, also dabei auch rede und nicht nur Musik hinter tue, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Und vergesst nicht, mir Fragen zu stellen. Bitte. Bitte. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.